So, zu Gas gegen Brentford, und da gibt es auch noch was zu erzählen. Krasnodar ist unser Euroleague-Gegner für eine Gruppenphase, weil wir eben im FA Cup so weit gekommen sind. Ist aber jetzt nicht wirklich schlimm. Wenn wir nicht in die Europa League kommen, in einer zweiten englischen Liga, ist das nicht schlimm. Für uns wäre es finanziell eine gute und schon international zu präsentieren. Gut. Ah, jetzt habe ich angelogen. Na, wir sind schon in der Gruppenphase. Verstehe ich auch nicht ganz. Aber Krasnodar, Leverkusen und AZ Alkmaar ist unser Gegner. Ich dachte nämlich auch, wie ich das gesehen habe, okay, Krasnodar, das ist Qualifikationsspiel, aber ich habe schon vorhin weitergeschaut und habe gewusst, das ist dann nur die Gruppe. Und Carabao Cup geht es gegen Tottenham weiter. Aber dann verstehe ich eins nicht. Wenn wir fix dabei sind, Euroleague Gruppenphase erreichen. Ziel erreicht, ja, verstehe ich nicht ganz. Haben wir ja sowieso schon. Aber jetzt gegen Brentford ist einmal vorausschauend das wichtigste Spiel jetzt. Wir werden aber mit einer B11 spielen. Das ist die neue Formation, wie gesagt, B11, ein Posenik ist keine B, ein Kai ist keine Sauland, soll ein Wilner, soll keine B, Story, Kohl, Brandt, Barrett. B11 ist da ein bisschen Alvarez, Roche, ja. Ihr versteht, was ich meine, ja. Es ist halt der Schongang, es sind die Leute, die nicht so zum Zug kommen, ein Schäfer zum Beispiel kommt auch in dieser Formation nicht zum Zug, dass wir wirklich einen komplett fit nehmen, auf der Bank sitzen haben. Garnier ist eben auch nicht jetzt der B-Stürmer, der das spielen will, aus Grund, wenn wir die eine Formation spielen, spielen wir ja auch. Das ist das Problem halt hier. Wir werden da auch immer ein bisschen arbeiten mit einer Jugendformation, also ich habe mir da jetzt mit Formationen ein paar Konzepte vorgelegt, einmal also im Kopf, dass ich da auch, wenn wir dann ein bisschen Jugendspieler haben, die Jugend dann mal einsetze und so B11 und so mäßig, das müssen wir dann eh ändern, sobald wir in einer ersten Liga sind, weil da zählt die Liga natürlich auch. Man, hier zählt sie auch, aber wie gesagt, hier vertraue ich noch diesen 11 Leuten, dass sie auch was können. Auf der Bank sitzen nämlich dann auch wirklich B-Leute. Oder wenn wir dann schon sagen, zu denen B-Leute, dann sind das schon eher C-Leute. Ein Garnier, ein Rossi zum Einwechseln. Schmidt ist jetzt einer der Besseren. So, Sauerland, der soll sich da auch ein bisschen beweisen. Im zentralen offensiven Mittelfeld. So, Alvarez, zum Beispiel einer der Jungen. Sauerland bezeigt hier, was er kann. 0-1, Exeter City führt gegen Brentford. Sauerland mit seinem ersten Treffer. Die Dortmund-Leihgabe. David Sauerland, sein Name. Ja, Williams hat ein Angebot bekommen, das habe ich jetzt fast ganz vergessen zu erwähnen. Ja, verhandelt wird zwischen 3,5 und 4 Millionen. Unter diesen Summen wird er dann auch nicht gehen, also. Wenn er über diese Summe hinaus jetzt gehen sollte, müssen wir schnell einen Ersatz suchen. Oder wir bleiben mal mit einem Rossi zum Beispiel. Mit dem Barrett.
auch mehr zum Zug kommen müssen. Ja, die Saison müssen wir ja mit einem 20 Millionen Plus abschließen. Ich meine, generell wäre mit Williams einen 3,5 Millionen Verkauf der teuerste Verkauf, den wir hätten. Und mit 3,5 Millionen werde ich mir vielleicht auch überlegen, wenn es sich auf gehaltmäßig ausgeht, einen Pires anzufragen. Ja, Bentley. Abgefangen und abseits war es auch. 34 Minuten gespielt. Ja, ist kein richtig Weltklasse hin und her. Unser B macht das bis jetzt ganz konsequent und gut. Und Wilner, der fällt sehr gut auf immer. Deswegen hat er seinen Platz bei uns und macht das sehr schön. 0:2 Wilner. Emilio Wilner. Woods in die Wolken. Herr Linz. Unser B-Goalie. Sicher gelb. Den Kai. Wow, Sauerland. Okay, keine gelbe. Für mich ziemlich unruhig. Ich hätte euch da schon gelb verwarnt auf jeden Fall. Für diese Aktion. Unnötiges Foul dann noch von Kohl. Es gibt aber Geld. Jan Rossi, den werden wir jetzt mal ein bisschen einsetzen. Wir haben einen sehr jungen Kader, das ist so. Wenn man bedenkt, die ganze Abwehr bis auf Story jetzt und Kohl. Und auch das Mittelfeld ist sehr, sehr jung. Und ich weiß gar nicht, wie alt Sauerland ist, aber so alt ist er gar nicht, glaube ich. 20 oder so wieder sein. Ah, Wilner, fehlt was. Ne? 53 Minuten gespielt. Philipp Rosenick. Rossi. Ja, schon mal eine gute Chance. Warum nicht? Jetzt wird auch Garnier kommen, der andere Garnier.
Für die ist das auch das erste Spiel für den Club, ja. Und Mopé. Schön abgelegt. An die Latte. Und kein Klärt. Oh, Rossi. Das war schon sehr schön gespielt von beiden. Rossi also auch durchaus, wenn Williams geht, glaube ich, kann man Rossi ein Vertrauen schenken bis jetzt. Zeigt zumindest schon ein bisschen mehr auf als Barrett jetzt in der ersten Halbzeit. Und Sauerland, wieder sehr schön gemacht. Gut. Fahren sie alle vorbei. 69. Minute. Es wird den letzten Wechsel geben. Schäfer kommt statt Alvarez. Dani. 72. Minute, Exeter macht das sehr, sehr schön, spielt das ganz locker runter hier. Okay, dass ich da nochmal abgepasst habe, war eigentlich wirklich sehr dumm. Ja, 79 Minuten gespielt. Ball halten ist mal hier sehr gefragt. Bis die Lücke kommt. Wäre sie fast gewesen, die Lücke. Der letzte Pass war dann abgefälscht. Lenz hält sein Tor auch hier sauber bislang. Ja, schön Brand. Ein Fuß auch dazwischen. Das war's. 0-2 Sieg hier. Auswärts gegen Brentford. Kann man nicht meckern über die Mannschaftsleistung. In den ersten Halbzeit wirklich gut Druck gemacht, die Tore gemacht. Auch die, die man sich anschauen wollte, jetzt eben mit Garnier, Rossi und so, die haben das auch ein bisschen gut gemacht. Aber bis dann, haut rein, ciao.